So, ich habe das hoffentlich rausgeschnitten. Ich habe kurz mal den Sound ein bisschen leiser gemacht, die Untertitel für die Szenen rausgeschnitten, weil es ist ja sowieso auf Deutsch, das habe ich eben nicht bedacht beim Starten. Und vor allen Dingen habe ich keinen Bock, da ständig zu lesen, dass ich keuche oder was auch immer, huste, whatever, wie gesagt. So, ich habe momentan nur einen normalen Angriff. Okay. Felltunika, Fellhose, Fellstiefel. Eine Keule und was ist das? Ein Totem. Aha. Speziell für den Druiden. Okay. Aus- und Verbrauchsgegenstände, Quest und Aspekte. Wir haben also für ein paar unterschiedliche Sachen haben wir unterschiedliche Inventarplätze. Das ist schon mal sehr gut. Das ist schon mal sehr gut. Okay. Das ist die Map. Oh, ich kann einen. Okay. Okay. Gucken wir erstmal, was wir hier so haben. Ob wir da irgendwas haben. Gold. Gold ist immer gut. Gold ist immer gut. Kann man hier noch hin? Hier noch irgendwas? Kann man nicht töten. Kann ich überhaupt nicht töten. Die Wagen, Entschuldigung, die Wagen. Irgendwie ist hier nichts. Zumindest nichts Besonderes. Was man irgendwie bräuchte. Ich kann man nicht, ne? Nee, schade. Vielleicht könnte man die mit einem AOE-Effekt besiegen. Versuche natürlich so viel es geht irgendwie zu finden an Gold zum Beispiel oder auch ob man vielleicht schon irgendwie ein frühes Equipment findet. Deswegen gehe ich gerne bei Diablo immer die ganze Map ab. Die Straße ist blockiert. Sie sollte wieder frei sein, wenn sich der Sturm gelegt hat. Hier knurrt doch schon wieder irgendwas. Ach da. Gut, ich habe jetzt gesagt, ich will natürlich schnell versuchen, die Story durchzumachen, aber wie gesagt, ich will auch versuchen, mich schon ein bisschen ins Spiel einzufinden. Das heißt, natürlich die Welt erkunden und auch schon mal mich mit den Skills, wenn ich denn welche habe, habe ich ja noch nicht, bekannt zu machen. Ein bisschen Geld, aber mehr irgendwie bisher nicht. Eine weitere verlassene Stadt. Dämonen! Überall! Reißzähne in der Dunkelheit! Er hat mich gebissen! Vorsicht! Er ist wild! Ich wollte gerade sagen, wo sieht denn eine Stadt? Was geht hier vor? Was geht es euch an? Oswin, seid still. Es tut mir leid, Wanderer. Ihr kommt zu einem schwierigen Zeitpunkt. Dieser Verrückte ist einfach in die Stadt getorkelt und hat Ärger vom Zaun gebrochen. Dämonen aus den Ruinen. Töten uns alle! Töten uns alle! Ruinen? Wovon redet er? Kommt, ich erkläre es euch. Okay. Erkläre es mir.
Böses regt sich in den Ruinen im Norden. Der arme Mönch dort muss hineingegangen sein. Selbst ein heiliger Mann wie er wurde von dem, was er sah, in den Wahnsinn getrieben. Waffen? Ihr müsst euch da draußen schützen. Zweihand Axt und Zweihand Streitkolben. Kann ich anscheinend tragen als Druide? Okay. Schon mal gute Information. Das Feuer sieht gut aus, aber ich sollte es noch im Auge behalten. Nicht, dass es ausgeht. Ja, bei so einer Kälte ist das gut. Ein wärmendes Feuer. Gibt es in dieser Welt doch noch was, wofür man dankbar sein kann? Tja. Wie bitte? Habt ihr etwas gesagt? Nein. Oh, armes Ding. Dieses schreckliche Wetter ist keine Zeit zu reisen. Ja, das stimmt. Wenn Defmir den ganzen Platz am Feuer besetzt, schubst ihn einfach. So, endlich ist das Schutz vor dem Sturm. Was ist das für ein Ort? Was ist mit dem Mönch? Fragen wir erstmal ein bisschen. Tut mir leid, es ist etwas eng. Immer noch besser als eine Höhle. Okay. Was ist das für ein Ort? Ah, unsere kleine Stadt ist nichts Besonderes. Aber sie ist unser Zuhause. Was mit dem Mönch? Wir werden für ihn tun, was wir können. Vielleicht muss er aber erst mal im Schuppen bleiben. Er hat versucht, Oswins Finger abzubeißen. Na gut, wenn er ein bisschen. Wenn er irgendwas erlebt hat, was ihn ein bisschen verrückt werden lassen hat. Da kann sowas passieren. Elenta ist im letzten Winter etwas taub geworden. Ihr müsst vielleicht etwas lauter mit ihr sprechen. Ah, das ist sie. Okay. Gut, dann, hier ist es nicht sicher. Könnt ihr uns vor dem beschützen, was dort draußen lauert? Wir können uns an niemanden sonst wenden. Das Böse in diesen Ruinen ist ein Affront gegen die Natur. Ich werde die Dinge bereinigen. Wirklich? Oh, vielen Dank. Level up. Okay. Mit A Fähigkeiten. Erdspieß, Windschere, Sturmschlag, Klaue. Verwandelt mich in einen Werwolf, okay. Und Anfallen, verwandelt mich in einen Wehrbären. Nur Minion Master. Pulverisieren, Wehrbär. Werwolf. Werwolf, Wehrbär. Nope. Ah, hier erst. Okay, wow. Zwei Wolfsgefährten. Giftranken, Rabe. Ich muss erst 11 Punkte aktivieren oder ausgeben, um dann dahin zu kommen. Oder kann ich einfach direkt dahin? Ich würde es gerne mit dem nächsten probieren, ob ich direkt dahin könnte oder ob ich die wirklich ausgeben muss. 2 Punkte hier, damit ich dann hierhin komme und so weiter und so fort. Deswegen lasse ich das gerade mal noch. So. Wo soll ich jetzt hin? Nach da oben. Okay, die Map ist auf jeden Fall im Vergleich zu den vorherigen Diablo-Spielen etwas anders. Weil du hast halt hier nicht so ein... dass du die Map richtig betrittst, sodass du es angezeigt kriegst, dass du eine richtige Sperre quasi hast zwischen Stadt und Nicht-Stadt. Weil... Bei den anderen hattest du immer wie so ein kleines Laden. Hast du hier jetzt irgendwie nicht gefühlt. Zumindest sieht es für mich nicht so aus. Passt auf, er beißt. Okay. Soll ich euch etwa eine Amme rufen? Verpisst euch! Okay, er sagt verpisst euch, aber es steht verzieht euch.
Er will gar nicht mit uns reden. Okay. Und es ist das... Okay, ich weiß nicht, inwiefern das hier wirklich eine Stadt ist, aber die Stadt ist halt mit auf der Map. Na, ansonsten, wenn man Diablo 3 jetzt zurückerinnert, war die Stadt quasi wie so ein eigenes Gebiet. Ich bin froh, dass ich nicht alles selber aufsammeln muss, was ich an Gold finde, sondern dass das mir quasi einfach in die Tasche fällt. Aber ich wäre... Ah, ich wollte gerade sagen, ich wäre nicht abgeneigt gegen mal ein paar neue Ausrüstungsteile. Waffe natürlich am liebsten. Wer macht hier Lärm? Achso, du darfst. Rucksack, nichts drin. Ungewöhnlich. Skelette. Was schaltet beim Wiederverwerten ein neues Aussehen frei? Achso. Hallo? Ja. Okay. Ich hoffe, das ist gerade von den Servern. Ah, okay, das sind nicht wie in Diablo 3 diese Blutbubbles, die liegen bleiben, sondern das ist ein Trank, den ich dann wieder auffülle von meinen 4. Gut zu wissen, gut zu wissen. Okay. Was haben wir hier noch? Noch ein Bart. Sonst nix. Okay. Wieso sehe ich da nochmal einen Weg? Das ist, glaube ich, ein anderes Gebiet. Ja, ja, das ist ein anderes Gebiet. Okay. Die Ruinen des Frostgeheuls. Okay. Aha, da kann man was aufmachen. Trank und Geld. Hallo, jemand zu Hause? Sieht nicht danach aus gerade. Die erste Truhe. Okay, also mit Tränken werfen die momentan um sich. Ich weiß jetzt nicht, ob das eine... was Gutes oder was Schlechtes. Und der Nebel des Krieges ist jetzt hier, finde ich, ein bisschen gnädiger als in Diablo 3 teilweise. Weil in Diablo 3 war der manchmal schon sehr sehr so, dass du wirklich genau den Fleck betreten musst, damit er es aufdeckt. Hier hast du eine relativ doch weite Sicht nach vorne schon. Okay. Das ist, glaube ich, auch aus Diablo 3 quasi, dass du, wenn du ein Level-Up hast... Ne, ich muss wirklich einen Punkt ausgeben. Schade.
Werwolfschlag mit Krallen, 7 Schaden. Werbär, auch 7 Schaden. Angriffsgeschwindigkeit. Erhaltet ihr Stählung in Höhe von 2% aus Basislebens. Gestählte Charakter allein 10% weniger Schaden. Ihr werdet gestählt, wenn ihr mehr Stählung als aktuelles Leben habt. Das ist Angriffsgeschwindigkeit, doppelte Chance anzugreifen. Dafür kann ich das nicht mehr. Giftschaden. Erhöht die Reichweite von Anfallen und 20% Gegner niederzuschlagen. Also das heißt, hiermit bin ich tankiger. Wenn ich auf den Minion Master gehen will, ist es vielleicht nicht mal ganz so verkehrt. Warte mal, ich guck noch mal, was hier jetzt war. Was ist das denn? Fände Gegner 3% mehr Schaden zu, wenn sie verlangsamt, betäubt, bewegungsunfähig oder zurückstoßen sind, verdoppelt sich dieser Bonus. Erhalte 2 Geisteskraft, wenn ihr Menschengestalt annehmt. Wölfe, bewegungsunfähig, betäuben, verlangsamt, vergiften zu. Wenn ihr einen kritischen Treffer erzielt, erhalten eure Wölfe 3 Sekunden lang Angriffsgeschwindigkeit. Angriff eurer Wölfe haben eine Chance von 10. Von bis zu 10% euch Stählung in Höhe von 5% eures Basislebens zu verleihen. Das ist also auch für Tanky. Das war die Ranke. Ich möchte den Chat gerne gerade eigentlich ausblenden. Hält länger an. Kritische Trefferchance. Was macht der Rabe? Höhere Chance kritisch, da sind die Raben getroffen worden. Samenchance befinden, verwundbar. 2 zusätzliche Raben greifen, wir müssen abschließend Gegner an. Das ist aber noch ein einziger Rabe, ne? Ja. Okay, also ich kann hier jetzt nicht irgendwie was daraus ersehen, dass, wenn ich jetzt zum Beispiel mehr Angriffsgeschwindigkeit habe, dass die dann auch schneller angreifen oder so. Dann würde ich wirklich sehr einfach sagen, ich gehe auf den Bären. Um mir diese Tankiness zu geben. So, und ich habe jetzt gerade noch das Chat-Ding ausgemacht. Habe ich auch vergessen. Das Spiel hält sich aber momentan noch so ein bisschen zurück mit Gegnern. Okay. Der Werbär sieht irgendwie interessant aus. Es ist lustig, ich verwandle mich genau in dem Moment zurück, wo ich durch die Tür gehe. Und ich krieg das dann nicht mit. Wo muss ich denn lang? Ich habe keine Ahnung, wo ich lang muss. Gehen wir mal hier lang. Hier hängen irgendwie die Gerippe. Hier ist aber nichts zum Looten gerade irgendwie. Ist ein bisschen schade, ne? Weil Loot hätte ich schon gerne. Losgefallen. Ja, ein Schamane. Die Viecher können die nämlich wiederbeleben. Sollte man eigentlich zuerst töten.
Habe ich jetzt nicht gemacht. Weil ich ihn zu spät gesehen habe. Was ich eigentlich auch interessant fände, wäre, wenn man, erwischt er wieder. Auf! Das ist aus, böse. Gut, perfekt. Wenn man schon relativ früh irgendwie so Blutungsschaden oder so mit dem Bären oder den Wölfen machen könnte. Okay, warum castet er hier was hin, wenn ich vor ihm stehe? Ich hab halt keine Ahnung, wo ich hin muss, ne? Oh, Kiste. Hallo? Wenn schon mal ein Trank da liegt, sollte man ihn mitnehmen. Heilbrunnen. Eine Tunika. Mehr Rüstung, auch wenn sie nach eigentlich weniger Rüstung aussieht. Okay. Aber das kennt man ja aus Spiel mittlerweile. Dass manchmal weniger sichtliche Rüstung mehr Rüstung bedeutet. Okay, ich möchte hier jetzt eigentlich wieder zurück, weil das sieht gerade für mich so aus, als ob ich hier lang müsste. Wie sieht es eigentlich aus mit Tab? Okay, Tab haben wir immer noch so eine Karte. Passt ja auch. So. Hier war nichts zum Plündern, ne. Man hat aber so einen leichten Cleave mit den Bären, wenn die sich... wenn die direkt nebeneinander stehen. Level up. Dass das auf A ist, ist noch so ein bisschen verwunderlich für mich. Das ist jetzt... Wer? Das ist Bär. Explosion alle 2 Sekunden überwältigen, solange ihr gesund bleibt. Wo sagt Bonus schon basierend auf dem Markt? Okay. Von Gegnern, die mit Pulverisieren getroffen werden. Gegner, die vom Pulverisieren überwältigt wurden, sind lang betäubt. Okay. Betäubung zählt wahrscheinlich nicht auf Bosse. Zumindest nicht auf alle. Ich kann mir vorstellen, dass es schon ein paar Bosse gibt, wo das zählt, aber nicht auf. Auf alle. Deswegen würde ich da RD nehmen. Aber ich muss überlegen, ich kann natürlich auch noch hier eine Verbesserung nehmen. Reichweite und Radius von Anfall ist nicht mal schlecht. Dann habe ich mehr quasi Splash Damage. Niederzuschlagen, ja, schön, aber ich glaube nicht unbedingt wichtig. Was haben wir hier? Schwächen des Gebrüllens, stoßen wir los, dann Gegner. Schadenverringer ist gut für Bosse. Und dann kommen wir schon zu den Ads, die wir beschwören. Nicht zu den Ads, zu den Begleitern, die wir beschwören können. Bin nämlich jetzt am Überlegen, ob ich dann die Verbesserung nehme, nur einmal den Skill hier. Und dann erstmal das Gebrüll nehme. Ich glaube, das mache ich auch. Ich wollte hier Radius. Okay. Kommen wir weiter.
Ich weiß, ich mache vielleicht jetzt nicht unbedingt das 0815, was empfohlen ist, aber ich spiele halt gerne, wie ich es hätte. Und da ist das für mich so gerade besser. Ich hätte eigentlich sogar am liebsten direkt mit Minions gespielt, also mit Rabe, Wolf, keine Ahnung, was später noch dazu kommt. Aber ja, ich muss halt leider jetzt so ein bisschen halt erstmal quasi den Tank spielen hier. So, den Raum habe ich noch nicht komplett erkundet gehabt. Gehen aber jetzt mal hier lang. Ja, das sieht doch schon besser aus mit dem Skill, mit der Verbesserung jetzt. Eine Handaxt. Einhand? Ich glaube ja. Steht nicht so wirklich bei. Müsste aber eigentlich. Macht mehr Schaden. Nehmen wir. Okay. Da liegt Gold. Okay. Manchmal ist die Hit-Abfrage anscheinend noch nicht korrekt. Weil mich wollte er gerade nicht schlagen lassen. Obwohl ich eigentlich in der Nähe stand. Und diesmal treffe ich sogar die, die hinter der Mauer sind. Okay. Es ist interessant, ja, interessant. Hallo. Cool, ich kann nicht schlagen. Keine Ahnung, warum ich da nicht schlagen konnte. Ein Hammer. So, wir haben aber was Blaues bekommen. Willens. 7 Willenskraft. Okay, diese Mitte ist jetzt nicht gerade sparsam. Erhaltene Heilung, Überwältigungsschaden, Fertigkeitsschaden. Oh, nehmen wir erstmal mit. Das ist ein Zweihandstreitkolben. Ich bin noch unsicher, inwiefern das quasi meine Skills verbessert, wenn ich eine Zweihandwaffe anziehe. Der rechnet das aber wirklich auch hoch auf die zweihändige Waffe. Mal schauen. Ein Feldtunika, ein Hammer. Blaue Item war ja schön, aber der Rest ist noch so. Ist das selber Hammer? Ne, nochmal besserer Hammer. Komm, wir versuchen es mal. Mal gucken. Ich weiß halt nicht, was das für die Hiebe vom Bären oder wenn ich jetzt Wolf wäre, für den Wolf machen würden. Hör auf, mir Pfeile in den Hintern zu schießen.